Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich eine Auszeichnung ist, hier kurz vor eurer Heimfahrt euch noch ein paar Worte sagen zu sollen über unseren Landratswahlkampf. Und vielleicht werden sich auch einige fragen, der Petzold spinnt ja jetzt wohl total, jetzt muss er noch für einen Landrat kandidieren im Havelland. Das habe ich mich natürlich auch gefragt, bevor ich mich entschlossen habe zu kandidieren. Aber die Landratswahl ist uns mehr oder weniger übergeholfen worden. Im November vergangenen Jahres hat sich Dr. Burkhard Schröder, vielleicht hat die eine oder der andere von euch den Namen in der Zeitung gelesen, mit der AfD-Landtagsfraktion getroffen. Und da haben wir uns alle gefragt, ob er jetzt nun völlig durchgeknallt ist auf seine alten Tage und jetzt noch anfängt, mit der AfD herumzubandeln. Und als er dann im Dezember uns mitteilte, dass er in den vorzeitigen Ruhestand gehen würde am 1. April, da hat zumindest unsere Fraktion gesagt, das ist eigentlich konsequent und folgerichtig nach dieser politischen Entgleisung. Und nun sind wir also in der Situation, dass wir am 10. April Landratswahlen im Havelland haben werden. Wir als Linke haben es uns nicht einfach gemacht, die Frage der Kandidatur sozusagen zu entscheiden. Wir hatten ursprünglich eigentlich vorgehabt, auch aufgrund von Erfahrungen der Landratswahlen in anderen Landkreisen und auch aufgrund der Erfahrung, die in Dahme-Spreewald vor allen Dingen gesammelt worden ist, wo es ja nur gelungen ist, eine Stichwahl mit einem AfD-Bewerber sozusagen dadurch zu verhindern, dass es eine gemeinsame Kandidatur von Linken und SPD gegeben hat, dass wir auch im Havelland darum werben, eine gemeinsame Kandidatur von Linken, Grünen und SPD hinzubekommen. Das hat die SPD vor allen Dingen nicht gewollt. Und wer die SPD im Havelland ein bisschen kennt, kann sich möglicherweise auch vorstellen, warum. Sie behandeln den Landkreis seit vielen Jahren fast so wie ihr Eigentum. Und keine Personalentscheidung, überhaupt keine Entscheidung geht durch, ohne dass der Landrat nicht persönlich sozusagen vorher die Linie klar gemacht hat. Und insofern war es eigentlich nicht überraschend, dass Sie unser Angebot für so eine gemeinsame Kandidatur ablehnen würden. Wir haben dann sehr intensiv mit den Grünen verhandelt, weil es mit den Grünen sehr viele Schnittmengen gibt. Nicht nur, dass wir die Opposition im Kreistag sind, sondern weil wir auch gemeinsame Themen haben, wie den öffentlichen Personennahverkehr, wie die erneuerbaren Energien bei uns im Landkreis oder die ökologische Landwirtschaft, das Verbot von genmanipulierten Lebensmitteln und so weiter. Alles das sind Themen, wo wir sehr eng mit den Grünen zusammenarbeiten. Letzten Endes haben sie sich aber dann doch dafür entschieden, eine eigene Kandidatin aufzustellen, nachdem sie in der Stadtverordnetenversammlung von Falkensee unsere Kritik entgegennehmen mussten, weil sie mit einem Bürgerantrag zu einer Schwimmhalle umgegangen sind, so als ob es keine Basisdemokratie gäbe. Und da muss man sich bei der Partei, die das so Urheberrecht glatt für sich ja beansprucht, für die direkte Demokratie schon sehr wundern. Und insofern kam dann auch diese gemeinsame Kandidatur dann nicht mehr in Frage. Und dann haben wir uns natürlich auch gesagt, wir sind die drittstärkste politische Kraft im Landkreis Havelland. Und wir müssen nicht so mit uns umgehen lassen, zumal wir alle wichtigen Themen der sozialen Gerechtigkeit vor allen Dingen in den letzten Jahren immer wieder thematisiert haben bei uns im Landkreis. Wir haben das Thema sozialen und bezahlbaren Wohnraum im Havelland immer wieder thematisiert. Und deswegen ist das eine unserer zentralen Forderungen, die auf einen künftigen Landrat zukommt. Und wir haben es auch geschafft, dass er sich dadurch bewegen musste auf diesem Gebiet, leider aber mit den Kommunen, vor allen Dingen den Kommunen im Osthavelland, diesbezüglich nicht vorangekommen ist. Und deswegen sagen wir als Linke, wir wollen darüber nachdenken, eine kreiseigene Gesellschaft zu gründen, die dann auch für sozialen Wohnungsbau steht und für bezahlbare Mieten im Havelland. Wir haben zweitens das Thema Schülerbeförderung immer wieder thematisiert bei uns im Landkreis und fordern ganz konsequent ein, dass die Elternbeiträge abgeschafft gehören, weil wir der Meinung sind, dass der Elternbeitrag zur Schülerbeförderung ein Schulgeld durch die Hintertür ist. Und das ist insbesondere Gift für den ländlichen Raum und verhindert Chancengleichheit im Bildungsbereich. Wir haben drittens immer wieder das Thema öffentlicher Personennahverkehr, Verkehrsanbindung zwischen
ländlichem Raum und städtischem Raum und vor allen Dingen bei uns ja im Bereich Berlin-Anbindung thematisiert. Wir sagen, natürlich ist der Landkreis Havelland super gut angebunden an Berlin, aber es ist nicht optimal. Die Verbindungen klappen nicht, die Anschlüsse klappen nicht und es kann nicht sein, dass der Bus nur für den Schülerverkehr noch in die Dörfer fährt und dass es ansonsten so gut wie keine Verbindung mehr gibt. Und wenn unser Landrat beispielsweise sich darüber Sorgen macht, dass unser Schloss Ribbeck als eine touristische Perle des Havellandes keine so wirkliche Annahme findet in der Bevölkerung, dann hat es großteils auch was damit zu tun, dass es einfach keine verlässliche Verkehrsanbindung dafür gibt. Und das wird ein Thema von uns Linken im Wahlkampf um diesen Landratswahlkampf sein. Wir haben darüber hinaus natürlich das Thema Flüchtlinge und ihre Integration in unseren Landkreis zum Thema gemacht. Das ist überhaupt nicht verwunderlich. Ihr wisst, die Schlagzeilen sind durch die Presse gegangen, das, was in Nauen passiert ist. Ihr wisst, was in Rathenow gestern für einen Aufmarsch stattgefunden hat. Und ich bin froh, dass der ganze Landkreis hier Solidarität gezeigt hat, von der Sportjugend über den Kreissportbund, über das tolerante Brandenburg, über die Willkommensinitiativen aus allen Gemeinden bei uns im Havelland, dass sie ihrer Kreisstadt deutlich machen, wir lassen euch nicht im Stich, wir sind mit euch solidarisch und Rathenow kann sich darauf verlassen, dass wir im Kampf gegen rechts gemeinsam Kante zeigen. Ich könnte die Reihe der Beispiele jetzt fortsetzen. Wir regen zum Beispiel an, dass es eine kreiseigene Gesellschaft geben soll, gemeinsam mit den Kommunen, die das Thema Strom- und Wärmeversorgung sozusagen zu einer öffentlichen Angelegenheit macht. Eins muss man nämlich dem Landrat lassen, die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge hat er versucht, zum größten Teil in öffentlicher Hand zu behalten, ob das unser Kreiskrankenhaus ist, damit also die medizinische Versorgung, ob das unser Rettungsdienst ist, ob das unsere Pflegedienste und unsere Wohngesellschaften für Seniorinnen und Senioren sind. Die sind alle größtenteils in kreiseigenen Gesellschaften, genauso wie die Wasser- und Abwasserbeseitigung und genauso wie Havelbus und damit der Verkehr, der öffentliche Personennahverkehr bei uns im Landkreis. Und das wollen wir ausbauen und wollen mit den Kommunen ins Gespräch kommen, dass wir die nächsten Jahre, bis wieder ausgeschrieben werden muss, nutzen können, um Strom- und Wärmeversorgung in sowas wie ein Kreiswerk zu überführen und damit also auch diese Fragen der öffentlichen Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand zu bekommen und damit zu kommunalisieren, ein Weg, den die Linke in den letzten Jahren immer konsequent gegangen ist. Wir haben immer wieder thematisiert, dass die Belange der Bürgerinnen und Bürger sehr viel stärker in den Fokus genommen werden müssen. Ich habe euch vorhin davon berichtet, dass es bei uns, der Landrat ist inzwischen 26 Jahre im Amt, wenn man so will, zu sowas von Verkrustung gekommen ist, dass man das schon kaum beschreiben kann. Ein Beispiel vielleicht dafür, er hat sämtliche Personalbesetzungen in den letzten Jahren ohne Ausschreibung und wirklich in Alleinverantwortung vorgenommen. Und das ist ein Zustand, den wir uns nicht länger bieten lassen können und wo wir sagen, die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises müssen ihren Landkreis endlich auch wieder zurückbekommen. Und wir wollen dafür sorgen, dass es endlich nicht nur einen Seniorenbeirat gibt, der institutionell existiert, sondern der auch was mitzubestimmen hat. Dass es einen Beirat für Menschen mit Behinderungen gibt, dass es endlich ein Jugendparlament gibt, dass es einen Beirat gibt für die Menschen, die von den Leistungen des Jobcenters abhängig sind. Denn wir sind Optionskommune und die Leute müssen mitbestimmen können, wenn es um ihre Belange geht und dürfen nicht Entscheidungen einfach nur hinnehmen und über ihre Köpfe entschieden bekommen. All das werden wir einrichten. Ich möchte solche Mitbestimmungsmöglichkeiten auch stabil für Frauen etablieren und natürlich auch für Künstlerinnen und Künstler. Und da sage ich, da kommt natürlich der Musiklehrer und der Musiker in mir durch. Und ich sage, wir haben so viele Menschen, die von Kunst sozusagen auch ihr Leben bestreiten bei uns im Havelland. Und auch deren gute Ideen müssen endlich mit eine Rolle spielen und in die Politik des Landkreises einfließen. Und deswegen möchte ich, dass wirklich Politik von unten gemacht wird und die Menschen ihren Landkreis zurückbekommen. Erlaubt mir abschließend, dass ich mich noch kurz bedanke
beim Landesverband natürlich und beim Landesvorstand, die sofort, als bekannt wurde, dass wir diesen Wahlkampf zu bestreiten haben, uns natürlich nach besten Möglichkeiten und Kräften unterstützt haben und uns natürlich auch finanziell unterstützen. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch ganz herzlich bei Andrea bedanken, die sich da ganz doll dafür engagiert hat, dass diese Hilfe auch sofort kommt. Und Andrea, wir werden dich gut gebrauchen können in dem Landratswahlkampf. Deswegen kein Trübsalblasen über das Wahlergebnis gestern. Ab morgen kannst du sofort mit mir zusammen diesen Landratswahlkampf bestreiten und dann werden wir uns zusammen dann auch den Gewinn mit einholen können. Ich weiß, das wird überhaupt nicht leicht werden. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das sozusagen ein Durchmarsch wird. Aber wir sagen, wir sind die drittstärkste Kraft im Havelland und wer sich die Wahlergebnisse der Kommunalwahlen der letzten Jahre angeschaut hat, wird gemerkt haben oder wird feststellen, dass der Abstand gar nicht so groß ist zu denen, die da vor uns sind. Und wir wollen sie zumindest so weit ärgern, dass wir es auf jeden Fall in die Stichwahl schaffen und damit richtiggehend Druck machen auf diese Zählgemeinschaft, die alle, außer die Grünen und uns und diese Pappnasen von der NPD, umfasst und deswegen dann auch richtig anstinken gegen so ein Übergewicht, das sich dann noch Demokratie nennt bei uns im Landkreis. Und ich vertraue darauf, dass ich dabei eure Unterstützung habe, eure Solidarität habe und wer da mitmachen will, ist herzlich willkommen. Vielen Dank.